Für viele war das Kinderkrankenhaus in Ochmadid ein Symbol für Sicherheit und Hoffnung. Bis zum russischen Angriff. Ihor Kolotka operierte gerade ein junges Mädchen, als Granatsplitter und Glas durch die Gegend flogen. Erst kümmerte er sich um seine Patientin, dann versorgte er seine Wunden und machte sich auf die Suche nach Überlebenden. Er führt uns zur Einschlagstelle. Das ist das Gebäude, in dem die Kinder an der Dialyse waren. Die Explosion hat den Großteil des Krankenhauses zerstört. Die Folgen des Ganzen werden wir erst nach und nach zu spüren kriegen. Es gäbe so viele Kinder, die eine Behandlung bräuchten. Oder Kinder, die ihre Behandlung nicht unterbrechen dürfen. Allgemeinkrankenhäuser können das gar nicht bieten. Mehr als 600 Kinder mussten verlegt werden. Eine Herausforderung, vor allem in einem vom Krieg belasteten Gesundheitssystem. Einige Patienten werden im Ausland behandelt oder in anderen Krankenhäusern in der Ukraine. Dieses Krankenhaus am anderen Ende von Kiew hat Patienten aus Ochmadid aufgenommen. Die onkologische Abteilung hier ist ganz neu. Jetzt hat sie direkt 50 neue Patienten gekriegt. So wie den 11-jährigen Vlad, bei dem vor einem halben Jahr Leukämie diagnostiziert worden ist. Er hatte im Ochmadid-Krankenhaus Chemotherapie bekommen. Den Angriff hat er vor Ort miterlebt. Ich werde nie die Reaktion meines Sohnes vergessen, als alles in sich zusammenfiel, alles explodierte. Es war schrecklich. Die Sirenen heulten, dann kam der Feueralarm. Ich hatte große Angst. Vlad wurde noch am selben Tag mit anderen Kindern hierher verlegt. Er sollte eigentlich demnächst eine Knochenmarkstransplantation erhalten. Ich habe mich unter Kontrolle. Ich weine nicht. Ich bleibe ruhig. Es soll sich niemand um mich Sorgen machen. Und ich will wegen der anderen Kinder hier nicht weinen. Es bringt ja nichts, sich aufzuregen. Wenn alles im Leben schlecht läuft, kann es ja auch irgendwann wieder besser werden. Auf der anderen Seite des Flurs treffen wir Olha. Sie ist mit ihrer Tochter Anastasia hier, die sich von einer Knochenmarkstransplantation erholt. Sie hat Trisomie 21 und eine damit verbundene Herzerkrankung. Sie braucht eine sterile Umgebung. Ihre Mutter fragt sich, ob das noch möglich ist. Gott sei Dank gab es keine Splitter, nichts. Aber der Druckabfall selbst, der Rauch, der Staub. Das, was das Kind einatmet, das ist sehr schädlich für sie. Das kann bei einem Kind in diesem Zustand eine Sepsis verursachen. Das ist ein großes Risiko. Die Ärzte behalten die kleinen Patienten jetzt genau im Auge. Schnelle Entscheidungen und die Hilfe von Freiwilligen haben am Tag des Anschlags geholfen, mit der Situation klarzukommen und gleichzeitig den medizinischen Zeitplan einzuhalten. Zu der Zeit, also etwa nach dem Mittagessen, waren viele Leute in Ochmadid. Und ich sagte, Leute, wenn ihr eine gute Tat tun wollt, dann folgt mir. Und um 8 Uhr abends hatten wir bereits den gesamten Behandlungsprozess wieder aufgenommen. Der russische Angriff auf Ochmadid hat die Nation bis ins Mark erschüttert. Und schon jetzt geht die Arbeit in den Klinikteilen, die heil geblieben sind, weiter. Der Staat hat versprochen, das Krankenhaus komplett wieder aufzubauen, um Kinder in Not zu behandeln.